So, meine Lieben, dann sage ich mal guten Morgen und herzlich willkommen. Das letzte Video über unsere Firma ist ja sehr gut angekommen. Da habe ich mir gedacht, es gibt noch ein zweites und das trifft sich sehr gut. Unser Fahrer ist nämlich im Urlaub und so ist mal wieder meine Arbeitskraft gefragt. Und es geht auch sofort los. Mein Vater ist, glaube ich, schon da. Ja, da sitzt er. Morgen. Morgen. So, was haben wir denn zu fahren heute? Oder machst du den Kutsch zuerst? 7 Absetzer tauschen, da ist ja Holz drin. Und dann wirst du den ja machen können. Machst du den als zweites, ja, kannst dann danach den Roller weiter machen. Und dann können wir die Autos tauschen. Alles klar. So. Dann bis später. Bis später. So, Freunde, es ist eisekalt. Der Winter steht vor der Tür. Ah. So, erstmal schauen. Na, bin auch richtig froh, dass es mittlerweile Navigation gibt. Genau. So, da sind wir jetzt auf dem Weg nach Weiden. Einen Container tauschen in der Kundschaft. Ich kenne die Baustelle selber nicht. Müssen wir mal sehen. Navi sagt noch 750 Meter. So. Ja, Leute, das sind wieder so abenteuerliche Baustellen. Da muss man natürlich hier den Bauzaun noch selber auf Seite räumen. Sonst kommt man hier nicht ran. Ja, da müssen wir es nämlich ein bisschen tricksen, weil es doch sehr eng ist. Muss man den Container jetzt erstmal irgendwie richtig ranziehen, dass ich die Ketten einhängen kann. Ja, hier geht es jetzt noch vom Verkehrsaufkommen her. Es gibt natürlich Baustellen, wo dann die Autos schon hupen wie verrückt und das kann einen dann schnell nervös machen, darf es aber natürlich nicht, sonst sind Unfälle natürlich vorprogrammiert. So. Ja, sieht gut aus. So. Ja, wie gesagt, alles ein bisschen fummelig hier. Aber es ist natürlich auch Erfahrung. Also ich kann mich noch an meine ersten Baustellen damals erinnern, wo mich sowas vollkommen aus dem Konzept gebracht hat. Und ich bin doch froh, mittlerweile da wirklich Erfahrung zu haben, dass ich mir da auch immer zu helfen weiß. Das beim Aufziehen ist immer zu beachten, dass man dann nicht irgendwas mit dem Container weghaut, wenn er sich gerade zieht. Da habe ich nämlich auch schon den einen oder anderen Unfall gebaut damals. So, Container hängt in den Ketten, das ist immer sehr schön. So, jetzt müssen wir die Ketten wieder aushängen, denn wir arbeiten mit Trick 17. Man kann sich nämlich auch problemlos zwei Container aufnehmen. Ja, jetzt müssen wir gerade mal den Gegenverkehr abwarten. So. Man muss natürlich aufpassen, dass der Container jetzt nicht zu stark ins Schwingen gerät. Beziehungsweise man muss im richtigen Moment Gas geben bzw. bremsen, um diese Schwingung zu stoppen. Du musst mal drüber, ne? Macht er mit dem Bagger, oder? Ja, sehr gut. Ja, auch so schön, ne, so Baustellen, hatte ich ja letztes Mal schon erwähnt. Da arbeiten dann Bauarbeiter, die auch selber mit anpacken können und eben den Container sich selbst richtig hinstellen können. Das ist immer sehr angenehm.
So, gerade bei solchen Holzplatten, wie wir sie hier geladen haben, ist natürlich, wenn man da jetzt ungesichert fährt, die Gefahr sehr groß, dass da Wind unter die Holzplatten kommt und sie vom fahrenden Fahrzeug weht. Und das wollen wir natürlich vermeiden. Ja, da bin auch ich mal vernünftig und gebe der Sicherheit Vorrang. Ja, okay, da müssen wir jetzt... Boah, Freunde, ist das so kalt. Man könnte ja auch Handschuhe anziehen, aber das wäre ja langweilig. So, jetzt müssen wir natürlich noch einen Lieferschein ausfüllen. So. Dann eine Unterschrift bitte. Super, danke. Bis dann, tschüss. Tschüss. So, damit hätten wir auch schon den ersten Container für heute erfolgreich gefahren. Jetzt fahren wir erstmal zurück in die Firma und werden den Inhalt verwiegen und auskippen. So, jetzt habe ich mich hier auf die Waage gestellt, ne, denn das Holz wird nach Gewicht abgerechnet. So, haben wir hier unsere Waage und dann gleich, wenn wir gekippt haben, müssen wir nochmal wiegen und dann wird die Differenz des Gewichtes dem Kunden in Rechnung gestellt. Natürlich werden wir das Netz runter machen, bevor wir kippen können. So, mein Vater, der ist so ein bisschen schluderig, der schmeißt das Netz einfach immer nur so in den Korb rein und das ist immer sehr unangenehm, wenn man dann wie eben auf der Baustelle steht und das erstmal sortieren muss. Da bin ich doch ein bisschen ordentlicher. Ich falte das immer so grob zusammen, rolle es auf, sodass man das beim nächsten Container schön oben drauf legen kann und ausrollen kann. Ja, das nimmt einem viel Arbeit ab, sowas. Und es ist auch leichter zu handhaben. Und es nimmt nicht ansatzweise so viel Platz weg, wie wenn man es da so zusammengeknüllt reinschmeißt. Das hat ja ganz gut geklappt. Das kann auch sehr schnell in die Hose gehen, dass man nämlich das ganze Zeug sich dann daneben kippt oder der Haken, das ist auch schon rausgesprungen, alles schon passiert. Dann schwingt der Container wie blöde und das ist alles nicht schön. So, dann fahren wir jetzt auch zu einem langjährigen Kunden. Den haben wir schon seit, ich weiß nicht, 20, wenn nicht sogar 30 Jahren, beliefern wir den mit Containern. Und ja, ist schön, dass über all die Jahre, dass man da sich so gegenseitiges Vertrauen entgegensetzt, ist natürlich auch, spricht natürlich für uns als Firma, dass sie sehr zufrieden sind mit uns. Ja, bitteschön, ne, Fußgänger lässt man vor. So. Ja. Oh, hier haben sie, genau, aufpassen, hier haben sie nämlich vor kurzem eine neue Ampel erst installiert und die Vorfahrtsregelung hier drastisch geändert, deswegen ich hier gerade so in die Eisen gehen musste. Aber wenn ihr gerade mal nach vorne filmst, ne, hier ist jetzt halt eine Ampel installiert, das heißt, man darf nur nach rechts abbiegen. Früher war es so, dass durch manche Autofahrer, die sich da nicht dran gehalten hatten, die wollten dann partout nach links abbiegen und haben hier alles blockiert. Der Verkehr hat sich teilweise bis weit hinter den Tunnel gestaunt, weil die Vögel da vorne links abbiegen mussten, anstatt an der Aral-Tankstelle zu drehen. Da ist mir auch immer auf die Krawatte geplatzt im LKW und ja, wieder Thema Ruhe bewahren und sowas. Fällt mir in solchen Situationen sehr schwer und ich kann es nicht oft genug betonen, deswegen ist es, glaube ich, gut, dass ich das nicht mehr hauptberuflich mache. Für mich und für meine Umgebung.
also hier ist natürlich zum Reinfahren immer sehr eng, da muss man ganz schön rangieren. Das geht auch immer richtig in die Arme. So ein bisschen Training nebenbei dann. Ne? Ja, dann sage ich mal herzlich willkommen bei der Firma Rollladen Reuter. Wie gesagt, ein langjähriger Kunde von uns. Jetzt habe ich das Netz vergessen. Genau, deswegen habe ich das nämlich eben auch so schön sauber und ordentlich zusammengepackt, zusammengerollt. Und jetzt werden wir auch sehen, warum. Kann man das nämlich wunderbar oben drauflegen. Und eben einfach abrollen. Arbeitssicherheit wird wieder groß geschrieben. Jetzt fahre ich gerade die Arme wieder ein, um die Ketten einzuhängen. Hier ist die Steuerung, kannst du auch mal drauf nehmen. Ganz einfach hier sind die Knöpfe für die Arme zu steuern. Dieser Hebel bewegt den Arm und damit kann ich halt die Bäume ein- und ausfahren. Die Stützen kann ich damit hoch und runter fahren. Das ist für Container, die sehr schwer sind. Da fährt man hinten die Stützen aus, damit man nicht sich überschlägt im schlimmsten Fall. Dann werde ich auch schon mal wieder den Lieferschein vorbereiten. Dass es vielleicht was schneller geht bei denen im Büro. Ja, sehr schön, die Firma Reuter fährt für die Firma Reuter. Heute ist immer noch der 21.11. Ja, morgen Firma Reuter. Wir haben mal wieder einen Container getauscht. Ja. Deine Unterschrift bitte. Unterschrift. Bis nächstes Mal. Tschüss. Danke gleichfalls. Tschüss. Und weiter geht's. Ja, hier befinden wir uns jetzt in unserer Umladestation. Hier werden wir jetzt den welchen Container gleich auskippen und dann wird unser Mitarbeiter das aussortieren, Holz zu Holz, Metall zu Metall. Ein bisschen Bauschutt wird da drin sein und genau, dann wird das entsprechend dem Wertstoffkreislauf zurück zugeführt. Na, das wird dann zu einem externen Entsorger gebracht und die verarbeiten das dann weiter. Es ist nämlich kein Müll, wie mal viele Leute mal sagen. Es sind im Grunde Wert- und Rohstoffe. Was ist denn da? Leber? Ja, ich mach das gleich ab. Das ist von. Ich hatte da eine Kamera festgeklebt. So, mein Vater fährt jetzt gerade mit dem Absetzer weiter, da fährt er gerade hinten um die Ecke. Wir fahren jetzt mit dem Dreiachser-Abrollkipper weiter. Und zwar fahren wir da in ein Kieswerk, Kiesladen, und den werden wir dann bei einem Kunden abkippen. Dann sage ich mal herzlich willkommen hier in Pulheim, also ins Ausland fahren wir auch. Jetzt haben wir hier auf der Baustelle ein kleines Problem. Und zwar sollten wir hier den
den Füllkies abkippen, den vollen Container wieder mitnehmen. Aber wenn ihr euch das mal anschaut hier, der Container ist viel zu voll. Das heißt, wenn ich den aufziehe, fällt mehr als die Hälfte, also was hier oben so übersteht, fällt einfach runter, landet auf der Straße. So kann ich mit dem Container natürlich nicht fahren. Da hilft auch keine Plane, keine Folie. Da warten wir jetzt gerade, bis der Baggerfahrer kommt, die Schaufel wechselt. Dann werden die was runterkratzen. Leute, jeder Tank ist mal leer, so muss man jetzt auch mal nachtanken. Das Problem ist ja aufgrund des niedrigen Rheinpegels momentan, dass manche Tankstellen gar keinen Sprit mehr haben, Freunde. Man soll es nicht für möglich halten. Aber hier gibt es noch Diesel, den habe ich auch direkt an den Händen kleben, sehr schön. Ja, dann wollen wir uns mal anschauen, was der LKW sich so gönnt hier. Da werdet ihr gleich vom Glauben abfallen. 230 Liter haben wir jetzt getankt für 331 Euro. Ganz schön schmerzhaft. Aber so ist das nun mal. Portemonnaie, ja, dann gehen wir bezahlen. So Leute, dann haben wir uns die Pause jetzt richtig wirklich verdient hier. Wie gesagt, den ganzen Tag noch nichts gegessen. Heute gibt es eine schöne dicke Bockwurst, einen Spritzring und ein Brötchen. Und einen Twix Spekulatius. Das war so ein Impulskauf an der Kasse. Ja Freunde, das war früher so mein Standardessen, als ich noch richtig dick war. Ich blende gerade mal ein Bild ein, wie ich noch ein dicker, feister LKW-Fahrer war. Da habe ich nur so ein Zeug gefressen den ganzen Tag über. Hin und wieder tut das aber heute mal ganz gut, so was Deftiges, Ungesundes zu essen. Und ich würde einfach sagen, guten Appetit. So Freunde, ein harter Arbeitstag geht zu Ende. Ne, ich packe gerade die Drohne ein. Das ist ja auch ein Standardwerkzeug eines jeden LKW-Fahrers. So. So. Ja, wie ihr seht, geht auf Winter zu. Es dämmert schon langsam wieder. Ach, da bist du ja. Ja, alles gut. Du brauchst Lieferscheine für im Dreiachser. Die sind leer. Aber da wird schon für Ersatz gesorgt gerade. Ja. Sehr gut. Ja, Freunde, dann würde ich sagen, ein glorreicher Arbeitstag geht zu Ende. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video.